und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um unser Lieblingsthema, Sternzeichen. Ich habe zwar bisher noch immer nicht so richtig Ahnung von den einzelnen Sternzeichen, wer was kann und macht und tut, aber ich lerne noch. Ich habe auch gleich ein kleines Quiz für dich. Nein, ich blamier mich. Ihr könnt bei diesem Video wieder mitmachen, denn welches Sternzeichen seid ihr wirklich? Man hat ja so ein normales, je nachdem, wann man geboren wurde. Dann gibt es auch noch den Aszendenten und das Mond- und Sonnenzeichen. Aber heute finden wir unser wahres, inneres Sternzeichen heraus. Willst du sagen, dass unser Test, den wir hier jetzt machen, über allem steht? Absolut wissenschaftlich. Das gibt Hate. Nein, kein Quiz. Jedes Sternzeichen gehört einem Element an. Victoria. Ja? Welche Elemente gibt es? Wasser, Erde, Feuer, Luft. Richtig. 100 Punkte. Und welche Sternzeichen gehört wozu? Ja, da hast du dich im letzten Video ja richtig blamiert. Vicky Skorpion, ich bin Zwillinge. Herzlich willkommen, wir sind das teuflische Duo. Wir sind ganz lieb in Wahrheit. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Denn unsere beiden Sternzeichen sind die unbeliebtesten von allen. Keine Ahnung wieso. Alle Skorpione und Zwillinge da draußen, kommt zu uns, wir machen eine Clique. Vicky, zu welchem Element gehört denn der Skorpion? Wasser. Das weißt du noch? Das habe ich gerade geguckt. Nein, die hat da reingeguckt. Wozu gehört der Zwillinge? Zwillinge gehört zu Luft. Oh, richtig. Double checken, ob das stimmt. Ich finde es nur krass, dass hier Zwillinge als Schlangen gezeigt werden. Da weiß man schon, was die Menschheit von diesem Sternzeichen hält. Du bist ja auch ein Slytherin. Das wird spannend. Achtung, geben Sie Vollgas. Womit beginnen wir? Ihr nehmt euch am besten auch euer Handy oder Zettel und Stift oder so. Mhm. Und schreibt mit, wofür ihr euch entscheidet. Und dann am Ende kommt die Wahrheit raus. Achtung, fertig, los! Als erstes geht es um den Schreibtisch oder Büro, Arbeitsplatz. Sarina hat sowas gar nicht. Können wir an dieser Stelle auch mal anmerken. Ich habe einen Ohrensessel. Ja, das sieht man, wie hart sie arbeitet. Okay, du darfst trotzdem dir einen aussuchen. Na, eigentlich kommt ja der rosa Stuhl meinem Ohrensessel am nächsten. Aber das grüne sieht auch ein bisschen wie so ein Ohrensessel aus. Naja, ich überlege zwischen Feuer und Wasser. Keine Pflanzen für mich, weil die werden alle braun und stinkig. Ich nehme Wasser, weil ich finde den Holz bei dem Tisch ganz cool und ich finde das Regal da oben cool. Und die Pflanzen sind in meinem Fall Kunstpflanzen. Ich auch. Du nimmst auch Wasser? Ja, ich habe eine blaue Wand bei mir zu Hause. Krass. Du hast doch gerade irgendwie von Luft gesprochen, aber du machst sie mir einfach nach. Edelsteine. Wow. Ich nehme die weißen. Ich nehme natürlich die rosa Herzen. Damit hast du Feuer und ich Luft. Frühstück. Ich muss hier mal ein Thema ansprechen, das mir ernst ist. Okay. Warum darf man Frühstück nur in der Früh essen? Müssen wir jetzt die Grundsatzdiskussion anfangen? Wieso isst man denn nicht Rührei auch mal zu Mittag? Machen sicher manche. Echt? Oder am Abend. Das finde ich cool. Finde ich komisch. Croissants. Du musst das Wort noch lernen, bevor du das nächste Croissant bekommst. Croissant. Un croissant, s'il vous plaît. Pour moi. Merci, croquant. Ich liebe Croissants und vor allem liebe ich Croissants, wenn man da vielleicht sogar Käse oder so reintut. Ach, Beste. Ich könnte nur Croissants essen. Nur. Vielleicht haut das jetzt alle um, weil sie mit was anderem rechnen. Ich weiß, dass du nimmst das mit Avocado. Ja. Okay, dann war das doch nicht so überraschend. Ich nehme natürlich den Avocado-Toast. Avocado-Lover. Vicky hat Erde. Ich habe Luft. Ist Luft dein echtes? Ich habe es schon wieder vergessen. Ja. Outfits. Sommer-Outfits. Ich weiß schon, was ich nehme. Ich auch. Das ist gar nicht so schwer heute. Ich nehme oben rechts. Das sieht aus wie ich. Hey, so das hast du gerade fast an. Ja, ich habe sowas dauernd an. Also man sieht es nicht. Ich habe es drunter. Ich nehme das Kleid. Ja, das sieht auch sehr nach dir aus. Freunde. Ich habe schon wieder Luft. Freunde. Und du hast schon wieder Erde. Ja, das ist gar nicht meins. Ich finde Erde auch so eigentlich am uncoolsten von allen, muss ich sagen. Erde, das hört sich an wie so eine Gärtnerin. Ich finde Gärtner cool und Gärtnerinnen. Aber ich bin unbegabt, was Gärtnern angeht. Stier, Steinbock, Jungfrau ist Erde. Hast du richtig geguckt? Darf ich das mal kontrollieren? Ich bin mir da nicht sicher, weil du hast eben mir letztes Mal schon so viele Fehler geleistet. Mhm. Stier, Steinbock, Jungfrau. Aha, interessant. Blumen. Oh, das finde ich schwer. Rote Rosen, nee. Ihr müsst übrigens auch mitschreiben, ne? Nicht vergessen. Die anderen drei finde ich alle super. Ja, wisst ihr was? Ich habe jetzt neuerdings in meinem Instagram-Algorithmus so viele Floristen und so. Ich habe da die schönsten Blumensträuße. Ich denke mir so, oh mein Gott, wo gibt es so schöne Blumensträuße? Ich will die alle haben. Die sind noch schöner als das, was du hier siehst. Wer zu glauben. So schön. Also ich nehme entweder... Ja, bitte.
Ich finde es toll, dass ich heute immer aufzeige. Ich nehme unten rechts. Ja? Ja. Na, ich nicht. Ich finde die Kamillen oder was das sind, Gänseblümchen? Oder? Margariten. Nee, Margariten sind größer. Die heißen Margariten und nicht Margareten. Das sind Margariten. Pizza Margarita. Oh. Ich finde auch die anderen oben toll, aber das ist mir zu kitschig mit diesem ganzen Pampasgras. Deswegen nehme ich unten blau. Ich nehme die Margariten. Wahrscheinlich sind das Kamillen und die macht auf dem Nachhauseweg gleich einen Kamillentee. Bist du überrascht? Hättest du gedacht, nehmen was anderes? Ja, nö, keine Ahnung. Was nehmt ihr? Next! Tiere! Es sind jetzt, glaube ich, mal keine Haustiere auf den ersten Blick. Ich weiß sofort, was ich nehme. Ja, ich weiß auch, was sie nimmt. Was nehme ich? Bambi! Das Reh oben rechts. Ich liebe Rehe. Und mein großer Wunsch ist, irgendwann Rehe zu haben. Also so auf ganz viel Hektar, die ich dann füttern kann. Ich weiß auch, was ich nehme. Delfin. Ja, ich nehme den Delfin. Guckt euch den mal an, der lächelt. Ist der nicht süß? Oh, ich liebe Delfin. Aber du weißt schon, dass Delfine auch einen schlechten Ruf schon haben. Am liebsten würde ich das gar nicht wissen. Ha! Ich bin jetzt schon wieder umgeschwungen in Wasser. Das darf man alles nicht zu früh entscheiden. Kleiderschrank. Also der Kasten oben rechts ist ja schön und gut. Ist ja ganz cute. Aber der ist halt echt langweilig gegen die anderen Schränke. Das sind halt alles Ankleidezimmer. Oh, wie krass. Ich weiß schon, was ich will. Ich nicht. Ist ja sowas von klar. Hä? Oben links? Ja, das erste. Das hat so richtig viel Platz und dann so richtig schöne Schranktüren und dann noch so ein Puff in der Mitte. I love it. Sogar mit Beleuchtung. Naja, das unten ist aber nur eine Kleiderstange. Aber das andere ist mit Glas. Ja, finde ich, das ist für mich zu geradlinig. Das hat hier so moderne Laden in der Mitte. Ich nehme das gleiche wie Sie. Ich habe das jetzt gut beworben. Wahrscheinlich nimmt das jetzt jeder. Bubble Tea. Und was ist das da unten? Cloudy Tea? Was ist das da oben? Tüten. Bubble Tea. Das ist so, willst du Aufpreis zahlen für ein Becher oder nimmst du sogar Tüte? Ich nehme die Tüte. Ich stelle mir jetzt vor, ich bin bei einem Bubble Tea Shop und habe das alles zur Auswahl. Das unten ist Frozen Bubble Tea. Siehst du das? Ich nehme das mit den Wolken, ja klar. Echt? Ha, voll cool. Ja, aber da sehe ich gar keine Bubblen und so. Ganz ehrlich, ich nehme den klassischen erst. Oder ich überlege diesen. Mir ist gerade eh so ein bisschen kalt, deswegen. Luft für mich, Feuer für dich. Ja, ich nehme den normalen. Aber jetzt hätte ich gern einen. Ja, Markt. Womit wart ihr als erstes? Also das da unten links, das Kettenkarussell, mache ich ganz sicher nicht. Wieso nicht? Das war doch toll. Nein, das war blöd. Ich nehme schon mal nicht die Schießbude oder die Bude. Das finde ich langweilig. Ich brauche Adrenalin. Ich nehme das im Wasser. Das macht Spaß. Ich nehme die Achterbahn. Natürlich. Garten. Garten. Wie? Das ist mein eigener Garten dann, wenn ich mir das jetzt aussuche? Ja. Krass. Jeder weiß, was sie nehmen. Bitte? Na, das einzige mit Pool. Ja, ich nehme das Pool. Und ich finde den Garten da oben. Auf der Dachterrasse? Ja, den finde ich super cute. Das ist schon cool, ne? Da guckt dir auch keiner hin, weil du bist ja ganz oben. Aber das Glashaus ist auch toll. Ja, und die Rosenbögen wären halt echt was für einen Rosenhof. Können wir mal anpflanzen? Nein, zu viel Arbeit. Ich nehme das Gartenhaus. Erde für dich und Wasser für mich. Lecker. Lunchboxen. Jausenbock. Jausenschachtel. Brotdose. Die sehen ja alle so cool aus. Die Sandwiches, die sehen schon am langweiligsten aus, aber die sind schon sehr lecker. Liebe Kiwi. Ich nehme Häschen. Das Spiegelei ist halt auch cute, Leute. Kaltes Spiegelei? Wer ist denn sowas? Ich nehme die Sandwiches. Der Salat. Ich nehme die Sandwiches. Ich glaube, du wirst Erde. Jetzt mal chillen. Stimmt nicht. Ich bin sehr gemischt. Ich krieg wieder Luft. Filmeabend. Entweder wir gehen ins Kino oder gucken draußen auf einer Leinwand Harry Potter. Oder am Laptop Netflix gucken oder am Fernseher Disney. Aber man muss auch die Snacks beurteilen. Echt? Weiß ich nicht. Also so das mit dem Pyjama sieht schon sehr gemütlich aus. Bei Harry Potter sind fliegende Kerzen. Ich nehme Harry Potter. Ich komm mit. Könnt ihr mal alle in die Kommentare schreiben, Sarina ist eine Nachmacherin. Badewanne, Dusche, Badezimmer. Ja, weiß schon. Also eigentlich dusche ich halt immer. Hey, du brauchst doch dieses Prinzessinnen-Ding da unten rechts, oder nicht? Ja, nehme ich eh für mein zukünftiges Schloss. Kann schon eintragen. Ich nehme diese wunderschöne industrielle Glaswand mit dem goldenen Duschkopf unten links. Aber mir redest du das aus? Ich wollte es für mich haben. Außerdem redest du nur von deinem Schloss und das sieht doch aus wie bei Bridgerton hier. Ja. Da kannst du ein schönes Bad nehmen. Luft für dich, Wasser für mich. Genau getauscht. Wasser ist Skorpion, Luft ist Zwillinge. Geht's um den Hund oder geht's ums Hundebett oder um alles? Bett, Hundehäuschen. Echt nicht um den Hund? Weil den Hund würde ich den da unten nehmen. Welchen? Beide. Und die beiden da oben auch. Ich nehme das Fluffy-Bett. Das mag Billy am liebsten. Ich nehme das weihnachtliche Lichthaus. Fortbewegungsmittel. Oh. Ja, fast. Mit dem Pferd kommt man halt echt nicht weit. Wenigstens bei der Autobahn weiß man nicht mehr weiter. Und mit dem Boot kann man nur im Wasser unterwegs sein. Aber das Boot ist schon sehr romantisch. Mit dem Fahrrad kommst du auch nicht über die Autobahn. Ich glaube, soll ich das Auto nehmen? Ja, das mit dem Pferd, das ist mir auch echt zu gefährlich. Ich
Lila. Tagebuch. Boah, die schreiben aber viel. Sind da sogar chemische Formeln dabei? Ich nehme das Gelbe. Was? Hätte ich voll nicht gedacht. Ist ja voll schön. Nächsten Tag mache ich eine neue Farbe. Voll schön. I love it. Ich nehme das unten am Fenster oder oben rechts. Was nehme ich denn? Ja, beeil dich ein bisschen. Das mit der Feder unten. Schon wieder Luft. Leute, 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 das wird spannend. Ich habe nämlich erschreckend oft Feuer. Was fällt denn unter Feuer? Löwe, Schütze, Widder. Aha. Dann sehen wir mal das Ergebnis. Du hast 3-mal Wasser, 8-mal Luft. Mal gucken, ob das zu überbieten geht. 4-mal Erde und 1-mal Feuer. Liebste Sarina. Ich bin jetzt Luft, halt Luft. Zwillinge. Ist auch keine Überraschung. Du bist ein böser Schlangenzwilling. Du bist Luft, eindeutig. Okay, jetzt kommen wir zum Spannenden. Was bist du? 5-mal Wasser. Das wäre die Wahrheit. 6-mal Feuer. Wow. 7-mal Feuer. Warte mal. Doch nicht 7. Meine Augen tun schon weh. Ich kann es nicht erklären. Ich kann es echt nicht sehen. 2, 3, 4, 5, 6. 6-mal Feuer. Zählen ist nicht so ihr Ding. 4-mal Erde und nur ein einziges Mal Luft. Krass. Wow. Wie können wir denn so unterschiedlich sein? Wir sollten unsere Freundschaft beenden. Ja. Ich bin Feuer. Sieht man das nicht? Ich bin feurig. Was seid ihr? Schreibt es in die Kommentare. Und stimmt es mit eurem echt überein oder hat unser Test euer wahres Ich hervorgebracht? Danke für alle Daumen nach oben und wir freuen uns sehr, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Einfach unter dem Video auf Abonnieren klicken und dann seid ihr mit dabei in der Vicky Sarina Farm. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.